Willkommen zu einem neuen Video. Ja, Wochen ist es her, wo ich das letzte Video hier hochgeladen habe. Und ich glaube, es sind fast über 2 Monate gewesen. Es gab ein kleines Lebenszeichen vor ein paar Wochen. Aber jetzt möchte ich dann doch nochmal erzählen, was passiert ist und warum ich mich nicht gemeldet habe und warum es einfach nicht weiterging. Ich muss tatsächlich zugeben, dass diese Corona-Infektion mich ein bisschen mehr aus dem normalen Alltagsleben gerissen hat, als ich gedacht hätte, sozusagen. Und wir waren ja ziemlich lange, also mein Mann und ich waren ziemlich lange auch positiv und auch krank. Und irgendwann ist man zwar negativ gewesen und konnte draußen rumlaufen und theoretisch normal weiterleben. Aber das war sehr, sehr schwierig. Also dieser ganze Husten und dieses Anstrengende und so, einfach, dass man die Treppen nicht laufen kann und überhaupt total müde und abgeschlafft ist und so, das war wochenlang noch so. Und wir haben leider etwas, es ist ja immer so, es kommt ja immer alles anders, wie man denkt und immer alles nicht so, wie man sich das vorstellt einfach. Wir haben letztes Jahr im Sommer schon einen Umzug geplant, beziehungsweise nicht den Umzug geplant, sondern halt ein neues Haus gefunden. Und die Übergabe war am Silvester sozusagen oder am 30.12. wie auch immer. Da wir aber an Corona erkrankt sind, haben wir uns A für nichts interessiert. B, waren überhaupt nicht in der Lage, überhaupt irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, was man macht oder was man nicht macht. Und ja, deswegen saßen wir dann hier in diesem neuen Zuhause am 30.12. Jetzt ist tatsächlich schon Anfang März. Ja, man sieht es. Es ist eine Baustelle. Wir leben auf einer Baustelle. Zum Teil, also wir haben klar das alte Haus immer noch, weil es funktioniert einfach nicht. Man konnte einfach nicht renovieren und es war keine Kraft da. Es war auch irgendwie einfach alles schwierig. Und es war tatsächlich auch so, dass wir hier drin waren am ersten Tag und dachten so, okay, es ist toll alles, aber irgendwie sind wir völlig fertig. Und ich hatte aber eine Roomtour gedreht, die werde ich irgendwann nochmal hochladen. Also eine leere Hausroomtour. Und danach habe ich halt auch nicht mehr gevloggt, weil es einfach nicht ging. Also es war schwierig halt eben, ne? Und ja, anstrengend und keine Ahnung was. So viel zu diesem Thema. Das heißt, die Covid-Erkrankung hat leider ein bisschen sehr starke Nachwehen halt eben gehabt. Mittlerweile, also ich fühle mich jetzt erst so, weiß nicht, seit 1-2 Wochen irgendwie wieder fast so fit wie, oder so fit wie vorher, würde ich mal sagen. Und das ist schon heftig. Das hat halt 3 Monate gedauert. Also ist schon sehr, sehr heftig gewesen. Aber gut. Jetzt fragt sich der eine oder andere. Das war doch hier so ein Abnehm-Lifestyle-Kanal. Warum sehe ich immer noch so aus, wie ich aussehe? Tatsächlich, für den einen oder anderen, den es aufgefallen ist, ja. Ich habe im Grunde genommen weiter irgendwie 10 Kilo oder 12, 13 Kilo zugenommen von diesem tiefsten Gewicht, was ich erreicht habe. Also ich hatte ja 30 Kilo abgenommen. Ja, es ist, wie es ist. Ich will ja auch gar nicht jetzt so groß um den Brei herumreden oder so. Die Isolation während der Covid-Erkrankung hat uns beide dazu getrieben und es war uns einfach total egal irgendwann. Also am Anfang hatte man ja gar keinen Hunger und sowas, aber irgendwann war man halt noch krank und irgendwie keiner durfte rein, raus, wie auch immer. Und nur der Lieferservice war da und dann hat man einfach Essen bestellt, also den Supermarkt-Lieferservice in Anspruch genommen. Und da war einfach auch viel Gedöns drin, ne? Also einfach so Dinge für die Seele, sag ich jetzt mal, die sich jetzt auf den Hüften bemerkt. Man hat aber, ist ja egal, also Schokolade oder sonst was. Nichts bleibt ohne Konsequenzen, aber das war klar, so, wenn man wieder mit High Carb anfängt, dann wird man halt wieder fett, mein Gott, ey, das ist einfach so, es ist nicht so schlimm, ich meine, davon geht die Welt nicht unter, ich bin trotzdem nicht unglücklich oder sonst etwas,
ist halt wieder, ja, sind halt wieder 13 Kilo, die ich halt wieder abnehmen muss, ne, zu dem, was ich mir halt, ja, ist halt ein kleiner Rückschlag. Aber man muss mal positiv denken und es ist nicht so schlimm. Es ist wirklich alles in Ordnung. Was auch dazu beigetragen hat, wieder auf High Carb zu gehen, ist diese Tatsache, dass ich einfach, also wir beide haben, mein Mann und ich, wir haben gegen alles mögliche Allergien entwickelt irgendwie. Also wir haben gegen diese ganzen Zuckersatzstoffe krasse Reaktionen einfach gehabt und so. Und da haben wir uns einfach irgendwann gedacht, boah, wir können einfach nicht mehr weitermachen. Wir können jetzt nicht, ja, auf alles so verzichten. Und irgendwo hat es auch, während man so krank war, tatsächlich hat Weizen am besten geholfen. Das ist einfach so, also normales Brot oder so halt. Ja, ich weiß, es ist irgendwie, verstößt irgendwie gegen diese ganzen Prinzipien, aber das ist halt nun mal ein Fakt. Und mittlerweile denke ich mir auch, dass all das eine riesige Religion war. Und ich distanziere mich, glaube ich, jetzt davon. Also all das, was ich ausprobiert habe, hat mich natürlich weitergebracht und so weiter. Hat mich schlauer gemacht, sagen wir es mal so. Aber die bittere Erkenntnis ist einfach, es macht keinen Sinn, irgendwas extrem zu verfolgen, weil man irgendwann dann auch wieder darauf reagiert. Das ist einfach so. Und das ist halt der springende Punkt. Ja, also Erkenntnis ist, weniger essen, überwiegend natürlich nicht High Carb oder so, aber ja, wir verzichten jetzt nicht so streng auf alles Mögliche und sagen jetzt, oh, das ist jetzt ganz schlechtes, das sind jetzt ganz schlechte Lebensmittel oder so, und das machen wir halt nicht mehr. Ich bin mir sicher, auch dieser, irgendwie wird dieser Weg auch weitergehen, das glaube ich ganz, ganz fest daran. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf das, was jetzt kommt, auf meine kleine Baustelle hier, und versuche jetzt endlich mal ein bisschen zu vloggen, euch mitzunehmen, falls das überhaupt irgendjemand interessiert, weil ich habe so das Gefühl, auf YouTube gibt es ganz viele Renovierungsvlogs und Roomtouren und keine Ahnung was, und ja, entweder ja, Haus bauen oder Kinder kriegen oder so, ne? Ja, jetzt bin ich auch beim Haus bauen dabei, Kinder kriegen nicht, Haus bauen kann ich jetzt ja, mit denen sozusagen als Content. So, ja, falls jemand noch Fragen hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Falls ich das, also könnt ihr auch gerne schreiben, ob euch das wirklich so interessiert oder ob ihr sagt, nee, wir werden so zugemüllt von diesem Renovierungskontent, dass wir irgendwie keinen Bock haben oder so. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Dann werden wir gucken, wie wir hier halt weitermachen. Ja, das war's eigentlich. Ich wollte nur so ein kleines Update bringen, und ja, wir sind ans Meer gezogen, ganz weit weg von da, wo wir vorher im Rheinland gewohnt haben, aus ja, diversen Gründen. Also der größte Grund ist, glaube ich, was man so nachvollziehen kann, ist, dass in der Düsseldorfer Umgebung einfach die Immobilienpreise so krass überteuert sind, dass man sich das nicht leisten kann, sozusagen. Also ist einfach so. Und ja, das ist halt so der Grund. Und dann haben wir uns gedacht, ziehen wir doch dahin, wo andere Menschen Urlaub machen. Und das ist nun mal an der Nordsee. Also ich bin ja, gespannt. Ich werde euch versuchen, auch so ein bisschen mit an den Strand zu nehmen, wenn das Wetter auch ein bisschen besser wird und so weiter. Und ja, das freut mich irgendwie alles total. Genau. Das wollte ich mal sagen. Dann, ja, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch hier auf diesem Kanal. Bis dahin.